Hallöchen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritze und stehe hier vor dem Händler auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben. Denn ich habe natürlich wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Ein Mod von unserem Sander. Diesmal ist es ein Mod-Pack. Ihr müsst es nicht entpacken, einfach nur herunterladen und in den Mod-Ordner tun und das ist alles. Dann sollte alles vorhanden sein und kann benutzt werden. Also schauen wir doch mal rein. Unter seiner Rubrik Nordfriesische Marsch Mods finden wir drei Häcksler, wie ihr seht, mit zugehörigem Schneidwerk. Und diese Häcksler, die haben jetzt jeweils ein Schneidwerk bekommen, mit dem man Pappeln ernten kann. Schaut es euch an. Alle drei haben jetzt die Möglichkeit, auch Pappeln zu ernten. Eine feine Sache, oder? Ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell. Also die Häcksler kennen wir ja eigentlich schon. Der Krone-Häcksler kostet 515.000 Euro. Der hat 1156 PS. Er kann 1500 Liter Diesel tanken, fährt auf der Straße 50 Stundenkilometer und hat ein Tankvolumen für Siliermittel von 550 Litern und hat ein Eigengewicht von 17,1 Tonne. Er kann also Baumwolle, Zuckerrohr, das weiß ich nicht genau, was das ist, Gras, Pappeln und das ist, ja, Häckselgut, irgend sowas, also kann er praktisch verarbeiten, sagen wir mal so. Okay, dann haben wir hier den Jaguar 960 Terratrakt, der kostet 380.500 Euro. Der hat 1626 PS, 1350 Liter, kann er Diesel tanken. Auf der Straße fährt er 50 Stundenkilometer und hat ein Tankvolumen auch von 550 Liter für Siliermittel, wiegt ein Eigengewicht mit 14 Tonnen. Dann haben wir den Fendt. Und zwar den Katana 650. Der kostet 395.000 Euro, hat 1650 PS, 1225 Liter Diesel kann er tanken, fährt auch 50 Stundenkilometer auf der Straße, hat allerdings nur einen 20 Liter großen Tank für Siliermittel und wiegt 15,5 Tonnen. Jetzt schauen wir uns mal die Schneidwerke an. Die sind nämlich alle drei identisch, wenn ihr das mal schaut. Alle drei kosten 120.000 Euro, ja. Dann sind alle drei 4 Tonnen schwer. Auch das letzte hier sind alle drei 4 Tonnen schwer. Sie haben alle drei 9 Meter Arbeitsbreite. Und sie können alle drei 25 Stundenkilometer schnell fahren auf dem Feld. Also eine Arbeitsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer. Und alle drei können Pappeln ernten. Wir nehmen uns jetzt einfach mal stellvertretend hier vorne den ersten Häcksler vor. Wie gewohnt können wir hier auch wieder einen Reifenhersteller aussuchen. Da haben wir den Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und sind wieder bei Trelleborg. Ich gehe mal auf Fredestein. Hier kann man auch noch die Möglichkeit haben, eine Reifenvariante zu wählen. Breitreifen oder Standard. Ich gehe natürlich mal auf Breitreifen. Außerdem können wir das Entladerohr konfigurieren, von Standard auf Lang. Es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Hauptfarbe auszusuchen. Uiuiui. Das ist wieder eine Auswahl hier. Ich wähle mir einfach mal ein Rot. Okay, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Dazu passend vielleicht, ja, vielleicht ein schönes Gelb, vielleicht ein kräftigeres. So würde ich mal sagen, das passt bestimmt. Ja, ne, würde ich mal sagen, kann man machen. Dann haben wir eine weitere Designfarbe. Da wähle ich mir jetzt einfach mal ein Schwarz. Okay, das ist das Entladerohr. Alles klar. Ja, das passt, würde ich mal sagen. Oh, naja, nee, nicht wirklich, ne? Schwarz, Rot, Gold.
Das ist ein bisschen sehr eigenartig. Da gehe ich doch mal lieber auf Edelstahl. So, das geht auch. Außerdem können wir die Felgenfarbe verändern, ganz klarer Fall. Dann gehe ich jetzt mal ebenso auf Edelstahl. Das passt dann schön zusammen. Okay, ich würde sagen, so kaufen wir das gute Stück mal. Außerdem natürlich können wir auch das Nummernschild wieder personalisieren, ganz klar. Ich kaufe das jetzt so, wie er da steht. Und das dazugehörige Schneidwerk knöpfen wir uns auch mal vor. Ich nehme wieder ein Rot. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Designfarbe auszuwählen. Eigentlich sind es ja zwei. Da gehe ich mal auf, ja, auch auf ein Gelb. Okay, das ist in Ordnung. Das sind also diese ganzen Spitzen hier vorn und dann hier oben die Geschichte. Dann haben wir die Möglichkeit, eine weitere Designfarbe zu nehmen. Da wähle ich mir mal vorsorglich Chrom. Und das war wohl richtig. Das sind hier diese, ich sag einfach mal Zahnräder, also die Räder mit den Schneidwerkzeugen da, diese Spitzen, die dafür verantwortlich sind, dass sie überhaupt geschnitten werden kann. Ich glaube, da ist das ganz gut, wenn man das in Chrom wählt. Das passt. Soll ja scharf sein, nicht? Und ordentlich funktionieren. So kaufe ich das mal. So, dann schauen wir uns das mal an, das gute Stück im Tageslicht. Da hinten steht es. Okay. Ja, ist schon ein imposantes Gerät. Und das Schneidwerk ist auch nicht gerade klein, wenn man sich das mal so anschaut. Ja. Okay, ich steige hier mal ein und ihr seht, ich habe da schon einen Anhänger stehen. Den werden wir uns gleich mal anhängen, denn diese Häcksler, die haben eine Möglichkeit, dass man hier einen Anhänger anhängen kann. Und das finde ich ganz, ganz toll. Schaut es euch an. Feine Sache. So, jetzt werde ich erstmal das Schneidwerk anhängen. Natürlich muss ich anschalten, ganz klar. Sonst geht das natürlich nicht. Oh, das ist ein Sound. Gefällt mir. Lassen sich nicht ganz einfach lenken. Die fahren noch ziemlich lange, wenn man gebremst hat. Stelle ich gerade mal eben so fest. So. Und dann nehmen wir doch mal gleich den Anhänger mit. Und natürlich habe ich die anderen beiden Häcksler auch schon gekauft im Vorfeld. Fahr doch bitte mal rückwärts und nicht so lange vorwärts, wenn ich bremse. So, jetzt nehmen wir den Anhänger mit. Ich fahre jetzt mal einfach hier durch. Ja, das ist Drehschimmel. Ja. Das ist nicht so ganz einfach. So, den lade ich mal ab hier. Den lasse ich hier stehen. Und ich stelle den guten mal zu den anderen beiden hier dazu. So. Boah, die fahren so lange nach. Die bleiben einfach nicht gleich stehen, wenn man bremst. Halt. So. Okay. Jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, wie die aussehen, wenn das Schneidwerk aufklappt. Ganz klar. Also das machen wir jetzt einfach mal. Natürlich mit Sound, wie man es gewohnt ist. Schaut es euch an. Und was entdecken wir? Sander hat uns hier ein Kennzeichen drauf gemacht, dass das ein Pappelschneidwerk ist. Und natürlich ist sein Logo mit dabei, ganz klar. Okay, ein schönes Fahrzeug, würde ich mal sagen. Sieht klasse aus. Hat auch eine ordentliche Arbeitsbreite. 9 Meter ist schon was bei Pappeln, ne? Jetzt schalte ich den mal aus, den guten, und steige hier mal aus, denn wir schauen uns natürlich auch die anderen beiden an. Ganz klar. Das ist hier der Klaas Häcksler. Auch den klappen wir mal auf.
Sieht super aus. Jawohl, sieht sehr, sehr schön aus. Und da ist das Zeichen an einer anderen Stelle. Ich steige mal kurz aus. Schaut. Hier kann man jetzt sehen, dass es ein Pappelschneidwerk ist. Und auch hier ist Sander sein Logo mit dran. Sieht edel aus. Sehr, sehr schön. Und auch den Fenddrescher, diesmal in Blau, wollen wir uns genauer anschauen. Schalten wir das gute Stück mal an und klappen es auf. Auch wunderbar animiert, mit Sound, alles klar. Ja, sieht doch super aus. Sehr, sehr schön. Also da hat man wirklich wieder die Wahl, die Qual der Wahl, muss ich sagen, welchen Häcksler man sich jetzt aussucht, um zu arbeiten. Ne? Ich steige noch mal kurz aus. Auch hier können wir sehen, dass es sich um ein Schneidwerk handelt, was häckseln, also was pappeln kann. Schaut es euch an. Ich habe jetzt mal mein Avatar weggenommen, da können wir ein bisschen näher rangehen. Sauber gearbeitet, ganz, ganz top gemacht. Schaut es euch an. Sehr, sehr schön. Ja, dann wollen wir doch mal ausprobieren, wie die guten Teile funktionieren, wie sie arbeiten. Ne? Und dazu habe ich mir ein Feld vorbereitet und ich nehme mir mal, auch nehmen wir uns mal den mittleren hier. Warum nicht? So, ich klappe den erstmal wieder zusammen. Jawohl. Jetzt holen wir uns mal den Anhänger. Denn wir haben ja gesehen, wir können einen Anhänger anhängen an jeden der dieser drei Häcksler. Ich habe mir hier so einen kleinen mal besorgt und hier. Jetzt werden wir das mal alles ausprobieren. Und wie ihr seht da gerade aus, ich habe ein Feld vorbereitet. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie das funktioniert. So, ich schalte das gute Stück mal an. Moment. Wir müssen das Rohr ausfahren. Auch das passiert mit Sound, ganz klar. Und dann wollen wir mal das Schneidwerk in Gang setzen. Wir klappen es auf. So, wunderbar. Genau. Mit V senken wir es ab und mit B setzen wir es in Gang. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Ich scroll ein bisschen raus, da kann man mehr sehen. Ne? Und schaut, es funktioniert. So macht doch Pappelnernten Spaß, oder? Das kann man dann sogar manuell machen, wer das gerne möchte. Natürlich kann man auch einen Kurs machen mit Kursplay ernten. Das ist gar kein Ding. Das geht genauso gut. Aber ihr seht, es funktioniert tadellos. Ist eine feine Sache. Ich schalte jetzt mal kurz aus und steige aus. So. Ja, meine lieben Zuschauer. Ja, viel mehr gibt es jetzt hier gar nicht dazu zu sagen. Das ist wieder ein ganz, ganz toller Mod, den uns Sander hier an die Hand gibt. Drei wunderbare Häcksler mit ihrem jeweils Schneidwerk, was Pappeln ernten kann. Was will man mehr? Da kann man doch wirklich mal richtig loslegen und sich da in die Pappeln reinknien, oder? Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Und dir, lieber Sander, danke ich für diesen tollen Mod. Viel mehr bleibt mir jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich freuen wir uns über einen Kommentar, der Sander und ich.
In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Eure Maritzl.